Herzlich willkommen zur Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte hier in Berlin im Jahr 2019. Wird eine heiße Veranstaltung, da bin ich mir sicher. Hoffen wir mal, dass die Klimaanlage hält. Mein Name ist Martin Hüsener. Ich darf Sie die kommenden anderthalb Tage durch das Programm führen, das da heißt Offensive Mitbestimmung im Finanzkapitalismus. Im Klartext geht es darum, wie gehen Unternehmen, Aufsichtsräte von Unternehmen mit Finanzinvestoren um. Und die sind dargestellt in diesem Logo, was wir da haben, so als Jongleure des Kapitalismus. Hm? Meinen Sie damit so Leute wie mich? Wer sind Sie denn? Tag. Guten Tag. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Bitte sehr. Dankeschön. Ich bin ein Mann mit Reichtum und Geschmack. Ich schaffe Wohlstand und Glück. Ich gehe hier schon seit einigen Jahren umher. Ich war dabei, als die Welt neoliberal wurde. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Vielleicht erraten Sie meinen Namen. Vielleicht verstehen Sie mein Spiel. Ich bin ein Spieler. Ein Jongleur. Ein Jongleur des Kapitals. Und der Finanzkapitalismus ist doch ein fröhliches Spiel. Da gibt es viele bunte Investoren. Ja, es geht manchmal zu wie beim Shopping. Ja, der Gewinn, der liegt im Einkauf. Gut, das Spiel scheint vielleicht manchmal etwas kompliziert, komplex, undurchsichtig, wie auch immer. Aber keine Sorge, wir haben das Spiel im Griff. Wir wissen, was wir tun. Wir sind Profis, wir sind ja nicht blöd. Und wir sind den anderen meistens einen Schritt voraus. Hauptsache, das Spiel dreht sich immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und es geht immer höher, höher, höher und weiter. Ja, das Geld, das fließt von A nach B hin und her, ratzfatz. Rund um den Globus. Klar, am Ende des Tages muss die Rendite stimmen. Ja, wir führen dazu so die ein oder andere Firmenübernahme durch. Wir machen Umstrukturierungen im Unternehmen. Wir machen Fusionen und Zusammenschlüsse. Wir müssen uns manchmal von unrentablen Geschäftsbereichen trennen, abtrennen. Manchmal auch das ein oder andere Squeeze-out durchführen, aber am Ende des Tages schaffen wir doch Wohlstand. Ja, und Wertschöpfung. Wir sorgen doch für Synergieeffekte. Gut, sehen Sie es mir nach, wenn wir uns von dem einen oder anderen verabschieden müssen, was nicht ganz so relevant für uns ist. Arbeitnehmerrechte, Mitbestimmung oder Sozialverträgliches. Aber wir schaffen es doch immerhin durch Kosteneinsparungen, die Zielmargen der Unternehmen in zweistellige Höhe zu treiben. Und ich meine, wir machen Unternehmen fit für die Zukunft. Ja? Die Zukunft ist unsicher. Wir machen Unternehmen agil und wendig. Wir erhöhen die Effizienz. Wir steigern die Produktivität. Klar, da fällt vielleicht auch mal was runter. Da bleibt vielleicht auch mal was liegen. Aber das sind ja nur unrentable Arbeitsplätze. Und jetzt, Sie werden jetzt sagen, das geht doch so nicht. Also man braucht doch klare Werte und Regeln und gesellschaftliche Werte und nicht so diese Ellenbogenmentalität. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Ihnen nichts Böses. Wir bringen Unternehmen wieder in die richtige Richtung. Wir stärken Unternehmen sozusagen den Rücken und, ganz wichtig, wir arbeiten langfristig. Wir schauen auf die Zukunft. Zeithorizont 2 bis 3 Jahre. Ja, und wie sähe das Ganze denn aus, wenn es
zu viel Regeln gäbe, zu viel Mitbestimmung, zu viel was auch immer, also wenn man sich da zu viel unter die Arme greift, das ist doch dann alles eher so ein bisschen langsam, ja, und langweilig. Wo ist denn hier die Herausforderung, das Risiko, das Adrenalin? Und keine Sorge, wir haben das Risiko immer im Griff. Ja, man muss das Risiko im Griff haben in unserer Branche. Ja. Man muss das Risiko im Griff haben oder man braucht eine gute Auffanggesellschaft. Ich sage immer, ich habe zwei davon. Dankeschön. Ja, und klar, am Ende des Tages müssen wir auch an die Aktionäre denken. Ja, die Aktionäre, das sind ja die Geldgeber, die Aktionäre, die wollen auch Rendite. Wir müssen ja verantwortungsvoll mit diesem Geld umgehen, mit dem Risiko. Ja, sodass wir dann 2, 3 mehr Bälle im Depot haben. 3 Bälle, 4 Bälle, 5 Bälle. Ja, wegen mir auch 6 Bälle, weil es so schön ist. Schweißnasse Hände. Manchmal wache ich auch nachts schweißgebadet auf. Träume von diesen ganzen Risiken. Sie müssen sich vorstellen, diese Risiken. Anlagerisiko, Ausfallrisiko, Bewertungsrisiko, Bonitätsrisiko, Garantierisiko, Fat-Tail-Risiko, Inflationsrisiko, Deflationsrisiko, Insolvenzrisiko, Kursrisiko, Konjunkturrisiko, Fat-Tail-Risiko, Marktrisiko, Managementrisiko, Länderrisiko, Liquiditätsrisiko, steuerliches Risiko, systematisches Risiko. Sie müssen diese ganzen Risiken ja auch irgendwie absichern. Diese ganzen Risiken. Politisches Risiko. Strukturelles Risiko, regulatorisches Risiko, Transferrisiko, Lieferkettenrisiko, Sicherheitsrisiko, Terrorrisiko, Verlustrisiko, Anlagerisiko, Totalverlustrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und natürlich das Herzinfarktrisiko. Ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause. Sie entschuldigen mich für einen Moment. Ich muss mal kurz an die frische Luft hier. Wir sehen uns später nochmal. Dankeschön. Über Finanzjongleure zu sprechen ist einfach. Selbst einer zu sein ist ziemlich schwierig. Das sage ich jetzt mal. Ist totaler Quatsch, sagt Christoph Rummel. Jonglieren ist ein Klacks. Und jetzt tritt er nicht als böser Finanzjongleur auf, sondern einfach als Jongleur, der Ihnen gerne zeigt, wie man mit den Bällen umgeht. Christoph Rummel nochmal. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, mein alter Ego, haben Sie vorab schon kennengelernt. Das Jonglieren ist eigentlich eine wunderbare Tätigkeit, eine ganz tolle Sache. Und ich möchte Sie einladen zu einem ganz, ganz, ganz kurzen 3-minütigen Jonglier-Workshop, Jonglier-Crashkurs. Sie haben alle so ein kleines Päckchen mit Jonglierbällen. Ich darf Sie bitten, nehmen Sie doch mal einen Ball raus und stellen Sie sich hin. Ein bisschen Bewegung, einen Ball nehmen und aufstehen. Perfekt. Auf den Moderator nach. Wenn man mit 3 Bällen jongliert, Sie können einmal auf den roten Ball schauen hier, den roten Ball. Und Sie werden sehen, der rote Ball, der fliegt immer von rechts nach links und von links nach rechts. Rechts nach links und von links nach rechts. Wenn man mit dem Jonglieren beginnt, dann beginnt man einfach mit einem Ball. Und ich darf Sie bitten, diesen Ball einfach mal von rechts nach links zu werfen. Und Sie haben es auch schon ein bisschen schwierig hier mit den engen Stuhlreihen. Ich weiß, aber mit einem Ball klappt das doch noch ganz gut. Also einen Ball von rechts nach links zu werfen, das sieht schon sehr gut aus. Und wir können uns hier schon ein bisschen steigern in der Schwierigkeitsstufe. Versuchen Sie doch mal, auf einem Bein zu stehen
und das Gleiche zu machen. Ja, einfach auf einem Bein stehen, vielleicht das Bein auch schon so ein bisschen schütteln, ja, und den Ball werfen, was runterfällt. Kein Problem, das gehört dazu. Auch gerne mal das andere Bein probieren, einmal auf rechts stehen, einmal auf links stehen. Ja, jonglieren ist tatsächlich sehr gut für die Koordination. Ja, Sie üben Ihre Koordination, Feinmotorik, Fingerfertigkeit, Fingergefühl. Jonglieren hat gute positive Auswirkungen auf die Beidseitigkeit. Ja, es werden beide Körperhälften angesprochen, beide Gehirnhälften. Kleines Experiment dazu, einmal die Arme überkreuzen. Und jetzt versuchen, den Ball von rechts nach links zu werfen. Das macht es schon ein bisschen schwieriger. Und die ganz, ganz Mutigen können jetzt versuchen, das zu kombinieren. Ein Bein, Arme überkreuzen, Ball hin und her werfen. Sehr gut. Und jetzt noch einen Rückwärtssalto dazu. Nein. Spaß beiseite. Wir kommen direkt zu Ball Nummer 2. Nehmen Sie einen zweiten Ball. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja? Jonglieren muss man tatsächlich ein bisschen üben. Ich erkläre ganz kurz, wie es mit zwei Bällen funktioniert. Und ich weiß, es ist schwierig in den engen Stuhl rein. Wir haben jetzt den Ball immer von rechts nach links geworfen mit einem Ball. Ja, das hat bei allen gut geklappt. Und mit zwei Bällen machen wir eigentlich genau das Gleiche. Wir haben einen Ball rechts, einen Ball links, werfen den ersten Ball los. Und wenn der oben ist, den zweiten Ball unten durch. Also, ich zeige es einmal hier und dann drehe ich mich so einmal rum. Einmal werfen, zweimal fangen. Werfen, werfen, fangen, fangen. Werfen, werfen, fangen, fangen. Werfen, werfen, fangen, fangen. Ein Ball hochwerfen, wenn der oben ist, den zweiten Ball unten durchwerfen. Einmal werfen, einmal fangen. Eins, zwei, drei, vier. Einmal die Kamera, genau. Werfen, werfen, fangen, fangen. So, zwei, drei Würfe noch und dann sind Sie auch schon wieder erlöst. Probieren Sie das aber gerne weiter, wenn Sie möchten. Wie gesagt, Jonglieren hat viele, viele positive Auswirkungen auf Körper und Geist, fördert die Balance. Sie dürfen sich versetzen. Vielen Dank für diese kurze Interaktion. Ihr Applaus in diesem Sinne. Ja, und wenn Sie wieder gesetzt haben, darf ich noch einmal um ein bisschen Ruhe bitten hier im Raum. Genau, wir haben einen straffen Zeitplan. Deshalb darf ich Sie einmal ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Ja, das Thema im Jonglieren, da gibt es eine Metapher, ja, sich die Bälle zuwerfen. Und wenn ich an das Thema Mitbestimmung denke, Mitbestimmung, Zusammenarbeit, dann kommt mir als Jongleur natürlich direkt diese Metapher, dieses Sprichwort in den Kopf, sich die Bälle zuzuwerfen. Dafür möchte ich ein kleines Experiment hier auf der Bühne wagen. Gibt schon jemand, der jonglieren kann? Einmal kurz Ball hochwerfen, wenn es jemanden gibt, der schon jonglieren kann. Niemanden. Perfekt. Ich brauche nämlich jetzt jemanden, der noch nicht jonglieren kann. Und es gibt niemanden hier. Das ist gut. Ich schaue mal in die Runde. Ich brauche einen Partner, der mir helfen kann. Vielleicht der Herr hier. Sie. Darf ich Sie einmal bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen? Das ist Ihr Applaus. Hallo. Mein Name ist Christoph und Thomas. Sie sind Thomas. Thomas. Kennen wir uns? Haben wir uns abgesprochen? Haben wir irgendwas geprobt? Nix. Richtig. Wir haben nichts geprobt. Sie wissen noch nicht, was passiert. Wir werden uns die Bälle zuwerfen. Ich habe hier ein kleines Jonglierset mitgebracht. Gebe Ihnen mal einen Ball in die Hand und darf Sie bitten, diesen Ball so von rechts nach links zu werfen. Perfekt, das klappt schon ganz gut. Er hat sich schon einen kleinen Applaus verdient, der Thomas. Es ist ja auf der Bühne natürlich noch ein bisschen schwieriger mit Scheinwerferlicht. Man ist nervös, geht mir genauso, aber das klappt schon ganz gut. Zwei Bälle, war ein bisschen schwieriger wahrscheinlich gerade. Ja. Beim Üben, genau. Wir machen hier schon Arbeitsteilung. Wir werfen uns die Bälle zu. Thomas, sind Sie Rechtshänder? Ja. Auf meine rechte Seite, darf ich Sie einmal bitten? Denn Sie müssen doch nur mit der rechten Seite arbeiten. Ich übernehme die linke Hand. Okay. Und Sie werfen mir Ihren Ball einfach auf meine linke Hand. Okay. Und ich werfe Ihnen dann meinen Ball zu und den fangen Sie mit rechts. Okay. Sie fangen an. Einmal werfen, einmal fangen. Perfekt. Einmal werfen und einmal fangen. Und alle guten Dinge sind drei. Super.
Manchmal laufen die Prozesse auch andersrum. Ja? Jetzt fange ich an zu werfen. Mein erster Wurf ist hier. Wenn der Ball hier ist, werfen Sie mir einfach Ihren Ball zu aus der rechten Hand. Linke Hand macht nichts und fangen meinen Ball. Okay, einmal werfen und einmal fangen. Läuft auch schon gut. Ja, wir haben tatsächlich nichts geübt. Es läuft schon wie am Schnürchen. Ja? Ball Nummer 3. Jetzt wird's tricky. Es passiert nicht viel mehr. Ich werfe hier immer zu, es geht jetzt nur kontinuierlich durch. Wir probieren mal so die ersten 3, 4 Würfe, schauen wir, ob wir das klappen, ob wir das schaffen aufs erste Mal. Sie unterstützen uns. Startklar? 1, 2, 3, 4. Wow, das waren schon 4, 4,5. Perfekt. Erster Versuch. Thomas, wie viele Würfe können wir schaffen? 5. Okay, ich glaube, also wenn wir 5 schaffen hier, live, ohne Probe, ist uns schon ein großer Applaus sicher. Wenn es mehr werden, die Leute rasten aus. Okay, Startler? Ja. Okay, los geht's. Konzentration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Geht noch einer mehr? Ein letzter Versuch? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, noch ein letzter Versuch. Konzentration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, es bleibt bei 6. Aber Thomas, grandios. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dein Applaus. Danke. 6 Würfe aus dem Stegreif in 2 Minuten. Wenn ich Sie jetzt frage, wie lange bräuchten Sie, um 6 Bälle alleine zu schaffen, mit 3 Bällen das zu üben? Auf jeden Fall viel, viel länger als diese 2 bis 3 Minuten, die wir hier in der Kürze der Zeit gemacht haben. Ja, und das zeigt doch immer ganz gut, wie hilfreich es tatsächlich sein kann, wenn man sich die Bälle zuwirft. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet und dazu machen wir das Licht einmal aus.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Christoph Rummel, meine Damen und Herren. Das war's von mir. Bleiben Sie am Ball. Dankeschön. Tschüss.